Aber er dürfte mich einmal angreifen, weil wir ja beide mit freien Schritten. Ja, er müsste mich eigentlich jetzt erst einmal angreifen dürfen. Gut, dann ist hier die 11. Dann mach mal eben. Nur 8. Ja, Passiert Zone. irgendwas? Nee, ne? Zone. Das sind die Beine, da kriege ich dann 4. Ach, da kriegst du sogar, gut. Ja, ich habe Er ja ist nicht ja alle nicht Rüstungen ich. an. Ich habe nur Teil meiner Rüstung an, weil wir durch den Dschungel gewatschelt sind. Richtig, ja, sehr gut. Und hast du noch Aktionen? Dann darfst du Ja, ich habe noch natürlich. eine, warte mal. Du einmal, ich zweimal, dann ich noch einmal, du noch zweimal. Genau, ich habe noch Nach zwei meiner Stück. Logik. Ist auch wurscht, wer hier wen zuerst angreift, weil wir eh nur angreifen. Also, mit mir. Ich schaffe 19. es noch mal nicht. Oh, Das bitter. ist gut. Dann ist jetzt deine nächste Aktion um 7 Punkte erschwert, ne? Korrekt. Du kannst auch nicht mehr parieren. Aber Ja, das war aber nie der Plan. nächstes Mal nicht. Ich mach mal einen Wuchtschlag. Wuchtschlag 5. Nein. Nicht geschafft. Dann baue ich jetzt die 5 Punkte ab. Na, no, natürlich. Ey, das ist ein Serpentialis, oder? Kann man damit Wuchtschläge machen? Ist kein Glaube nicht, dass es ein Serpentialis. Buchstäblicher Serpentialis ist. Er hat einfach nur Er hat vier einfach Attacken. 4 Tentakel. 4 Aktionen pro Okay, Kampfrunde mit Tentakeln. 12, Para ja, 1 regelt. eine Sekunde. Ja. 12 in den Schwertarm, da habe ich tatsächlich die meiste Rüstung. Da habe ich 8 Rüstung, ich verliere also wieder. 4. Perfekt. Was wollen die anderen tun, während sich dieser Kampf mit dem Dämon entspannt? Ich beobachte das und ich hatte ja gerade die anderen beiden losgeschickt, die sollen uns einen Weg nach hinten suchen. Wie gesagt, ich habe ja erstmal eine Sinneschärfeprobe überfüllt. Ich sehe natürlich nicht, dass es sich dabei um eine Illusion handelt und ich würde jetzt, wie Jalan mich angewiesen hat, mit Sulami nach hinten gehen, um zu gucken, dass wir einen Fluchtweg finden. Ja, also bei mir hat es auch nicht gereicht. Aber ja, wenn Jalan das sagt, also ich würde mal um die Ecke von dem Gebäude gehen und ab da versuchen zu schleichen, in der Annahme, dass sich da noch Wachen befinden könnten oder so und dann einen Weg suchen. Ich probe mal Sinneschärfe. Oben auf dem Dach könnt ihr die Wachen auf alle Fälle erkennen. Die haben auch Abalone. Die beiden haben Abalone, der Rest wohl nicht. Okay, also die beiden haben Oben Ambalonen. Auf dem Dach, genau. Okay. An die komme ich nicht ran, nehme ich an. Kommen die an mich ran, wenn ich direkt an der Hauswand bleibe? Die haben noch nicht das Bedürfnis zu schießen. Wenn du über den Platz rennst, dann könnte ich auf alle Fälle schießen. Wenn du in diesen Straßen oder sowas, dann können sie sich bestimmt auch. Also wenn du entlang dieser Straßen läufst, dann können sie dich da auch erschießen. Zwischen einem Häusermeer sicherlich nicht. Ich würde gerne Folgendes machen. Ich würde erst hier ans Haus mit 2 Schritten rantreten. Dann sind das 8 Meter. Und dann würde ich gerne den mit einem Somnigravis in der Ohnmachtsvariante schlafen schicken. Der steht Ja. ja wahrscheinlich oben auf der Balustrade. Genau, es sind 9 Meter Abstand Ja. und ich würde sagen, er ist im zweiten Stock. Jeder Stock sind 3 Meter, also 6 Meter nach oben. Jetzt so ein bisschen Pythagoras rechnen, 9 und 6, Ja, dann müsste ich noch ein irgendwie Stückchen. 7, 8 Meter. Ja, dann gehe ich noch in einer Aktion hier so ein Stückchen ran, sodass ich halt direkt an der Hauswand stehe, Blick auf ihn habe und er sieht ja nicht, dass ich zaubere. Er hat ja keine Ja, Ahnung. also die volle Aufmerksamkeit gilt jetzt diesem Kampf. Also du siehst auch, dass er wohl nicht damit gerechnet hat, dass Samuel ein Dämon ist. Ja, gut, okay. Wie gesagt, ich lege den jetzt erstmal mit der Ohnmachtsvariante schlafen oder ich versuche es zumindest. Das Ganze ist um 8 erschwert. Plus die entsprechende ja, Erschwernis, die nochmal durch seine MR dazukommt, die werden wir dann gleich sehen. Und dauert insgesamt 4 Aktionen. Schauen wir mal. Das sieht gut aus. Ich denke nicht, dass er eine 12er MR hat. Nee, eher nicht. Na gut. Dann fällt er vielleicht sogar runter. Würfel mal Plus oder Minus. Ja, alles klar. Dann schauen wir mal. Zustand, verschiedenes. Ja, Plus. Er fällt runter. Okay, dann fällt er runter. Was hatte ich gesagt? 6 Meter. Dann sind das 6W6 minus 6. Kannst du selber würfeln. Ja, alles klar. Und ich glaube, der ist auch für den Kampf dann komplett raus. Na. Zustand, Vor allem ist hier ein 2 Ersatzabandone Runden oder für sowas. Diamantes. Stimmt. Das ist gut für den Plus. Würfel erstmal 5W6 und dann noch einen hinterher. Sind 19, dann sind das 2 Wunden und er ist Durch sowieso Fallschaden raus. kriegt man keine Wunden, aber er ist trotzdem raus. Ja, ist raus. Durch Fallschaden kriegst du keine Wunden. Das ist Nein. mir neu. Das ist überall. Also man kriegt den Schaden ja Wahrscheinlich in den überall, Beinen, auch in ja. einer Zone. In den Ja, Beinen es kriegst du ist sehr halt schön. hirnrissig, gerade beim Fallen Da wo du bricht man sich doch aufschlägst. Sachen.
Egal. Aufklickst, kriegst du welche. Was macht Zulamin auf der anderen Seite? Du bist doch auf der anderen Seite, oder? Warum sollte sie das tun? Also ich dachte. Ich gehe mit gezogenen Säbeln Boltax nach, für den Fall, dass jemand ihn in Nahkampf verwickeln möchte. Und ich möchte gerne mit ihm um die Ecke gehen. Und ab da würde ich mich gerne unauffällig bewegen, wenn das irgendwie möglich ist. Also an der Hauswand halten und eben nach Gegnern Ausschau halten auf dem Weg zur Palisade. Ja, ich muss gerade mal schauen. Du kannst auf alle Fälle hier an dem Tor, beziehungsweise an dem Fluss noch erkennen, wie dort ein weiterer Sklavenfänger auftaucht. Und generell könnt ihr aus dem Dorf jetzt, das ist kein Dorf mehr, es ist ein Ort mit den 750 Leuten, es entsteht viel Panik, vor allem auf Richtung des Marktplatzes. Wenn man dann durch die Tücher der Fenster hindurchgeblickt hat, dann werden auf alle Fälle die ganzen Feldsklaven, die dort eben in ihren Baracken gehaust haben, fliehen und erstmal weg vom Marktplatz. Interesse halber, wie ist die Fließrichtung von dem Fluss, von links nach rechts? Von Quelle nach Meer. Okay, also genau andersrum. Gut, und sehe ich bis zu dem Tor auf der rechten Seite, wo der Fluss die Stadt verlässt, oder eher nicht? Von deiner Seite aus? Schwierig. Ich geb dir trotzdem mal eine weitere Wache frei hier. Also sowohl den hier kannst du erkennen, als dann auch eben den hier hinten. Okay, gut. Mich hätte interessiert, ob da der Fluss irgendwie vergittert ist oder so, aber ich glaube, das sieht man nicht um die Hausecke. Weißt du nicht. Gut, dann versuche ich mal, mich in die Richtung zu bewegen, wo der ursprüngliche Plan war. Also hier, da so. Alles klar. Wir machen weiter mit Rafim und Quizlinga. Beziehungsweise der ehemalige Magiergraf, der eigentlich ein Dämon war. Ja, ich habe meine Tentakel. Ich gucke gerade mal, ob ich irgendwelche Manöver machen möchte. Finden könnte ich machen, umreißen könnte ich machen, tue ich aber nicht. Ich mache einfach wieder Wuchtschläge. Ich fange mal mit Wucht 5 an. Du hast ja noch eine Erschwernis von 7, ne? Das ist korrekt. Möchtest du als erstes angreifen? Warte, ich muss erstmal meinen Kampf halt gerade richtig machen. Ansonsten, ich geb dir einfach mal jetzt meine 4 W20, alles auf die 15. Dann treffe ich einmal nicht. Okay, ja, ich, ich pariere den ersten auf jeden Fall nicht, weil ich auch angreifen möchte. Ich habe eine 7er Erschwernis. Kannst du ihn nicht umreißen? Hast du es geschafft? Ja, aber ich finde das Blödsinn, den Dämon umzureißen, deswegen mache ich das nicht. Also er ist nicht regeltechnisch groß, das sehe ich hier zumindest nicht. Ja, aber das ist ja nur für ihn relevant, weil er parieren möchte und ich glaube, da hat er jetzt nicht so Interesse dran. Nö, er hat genug Lebenspunkte, er pariert nicht. Dann möchte ich auf jeden Fall einmal parieren, weil ich sonst schnell uppe gehe. Dann hast du zweimal pariert. Achso, das war deine Attacke, ja. Einmal angegriffen, mit 7er Erschwernis einmal pariert. Dann drückt er mir noch zwei Attacken her, komm, dann greife ich noch einmal mit 7er Erschwernis an und gebe ihm Feuer. Mhm. Also zwei Attacken von dir, zwei Attacken von mir. Ja, meine waren immer plus 5, 1, 2. Dann gebe ich dir einmal 15 und einmal 17. Gib dir einmal 14. Das sind 10. Und du gibst nur 17, sind 13. Nee, warte mal, da habe ich das falsch gewürfelt. Da habe ich die Ringenschaden gemacht. Das 20, ist natürlich nicht korrekt. 20. Mach dir einmal 14, einmal 19. Ja, du hast ihm zwei Tentakel abgeschlagen. Warte, ich muss eben den Schaden selber gucken. Warte. Einmal in den Torso und einmal in den Schwertarm. Du machst mir einmal 10. Torso sind wieder 4. Und dann machst du mir 12 in den Schwertarm sind auch wieder 4. Also nach 10 Attacken bin ich auf jeden Fall Uppe, Jungs, ne? Ich sag's nur vorher. Ja, wie viele Lebenspunkte hast du noch? 24. 24, okay. Dann du kannst zu jedem Zeitpunkt dich einfach wieder in den Guardianum zurückziehen. Dann war das unsere Kampfrunde. Möchte draußen. Ich habe ja Zeit, mich orientiert zu sein im Grunde, also du mich umzusehen. Orientiert. Ja, ich tue ja nichts. Dann gehe ich. Das ist ein Gehen, denn ich habe den Typen auf der Schulter zu der Wache hin. Nehme die Barbalone so, und bringe die zu Diamantes. Achso, ja, okay. Was tut Diamantes? Zielen? Ich hatte gerade Tekala zugeraunt, der soll doch die Barbalone nehmen, aber das macht ihr jetzt schon. Dann gebe ich sie auf halbem Weg, fertig. Ja, okay, Tekala läuft, damit er auch nützlich ist. Hier, deine Barbalone. Ja, halt sie. Dein Schießgewehr. Ich habe meine eigene noch in der Hand, deswegen raune ich zu, er soll die halten.
Und lege an. Ich weiß zwar noch nicht auf was, aber ich suche mir jetzt ein Ziel. Ja, dann wäre es jetzt Zeit, dass du anfängst zu zielen und auch eben sagst, welches. Wäre doch bloß ein Prioritätsziel auf diesem Platz, das man leicht anvisieren und umlegen könnte. Man weiß es nicht. Okay, Cupbox sagt irgendwas von, das Grund für großes Tabu, Mann. Ja, noch irgendwas anderes, Jalan. Ich denke, das waren zwei Aktionen. Wie lange hält dein Schlafgift? 7 Spielrunden. 7 Spielrunden? Oh, Junge. Ja, ja. Keine Sorge. Da komme ich nicht raus. Außerdem, ich steche den Typen ab, wenn er wieder aufwacht. Ja, okay, dann kannst du ihn auch direkt abstechen. Nein, ich meine, falls er wieder aufwacht, während wir hier noch zugange sind, nicht generell. Ja, nächste Kampfrunde. Der Quetzlinger möchte zaubern. Ja, ich bin mit Sicherheit zu dämlich, um das zu checken. Ich vermute auch. Du darfst nur mal Geekunde-Probe würfeln. Ja. Ich erschwere sie jetzt mal nicht um 12. Hallo, ich habe eine Magiekunde von 7, also eine gewisse Erschwernis kannst du bestimmt reinpacken. 5. Die Frage ist überhaupt für mich ersichtlich, dass das Ding zaubert. Das Ding zaubert doch nicht mit Gesten, sondern vermutlich einfach mit seinem Geist oder nicht. Wie soll ich das denn sehen? Ja, gut. Also, er taucht auf alle Fälle 1, 2, 2-mal neu auf. Und die sind Illusionen, aber sie haben 4 Tentakel. Okay, ich check ja nicht, dass das Illusionen sind. Also, das kann ich hier gerne würfeln, aber das check ich ja mit Safe nicht. Nein, das habe ich nicht gecheckt. Ja, gut. Keine Sorge, Befreiungsschlag geregelt. Ich habe keinen Befreiungsschlag. Dann war das aber auch meine Aktion. Ich mache mir noch einen Tentakelangriff und dann lasse ich den Rest verfallen. 11. Ich hätte keinen Wuchtschlag angesagt, dann sind das einfach wieder nur 12. Ja, ich möchte auf jeden Fall parieren. Dem Fakt geschuldet, dass ich ja nicht verstehe, was passiert ist, möchte ich weiter den angreifen, der vor mir steht, weil das ist am meisten Sinn. Ja, ist völlig in Ordnung. 7er Wuchtschlag. Wenn ich den treffe, passiert irgendwas? 7er Wuchtschlag? Also 23. Wenn es ein Duplikator ist, dann triffst du bloß ein Drittel Wahrscheinlichkeit. Also 1 bis 2 auf die 6 triffst du dann nur. Ich hab keine Ahnung. Er verliert seinen vorletzten Tentakel, also er hat nur noch einen. Ist es dann ein Duplikatus oder ein Auris Nasus? Es ist egal, oder? Wenn du mit dem Auris Nasus Doppelung von dir erzeugst, dass du dort und Rafim eine random angreift, hast du trotzdem noch 1 zu 3 Chance. Er hat 150 ZFP in Zauber mit dem Merkmal Illusion. Das hilft halt uns gar nicht. Also das hilft niemandem. Merkmal, Einfluss, Eigenschaft und Form. Mit einem Auris Nasus kann er sich halt nicht umpositionieren. Dann ist klar, dass der Richtige noch hier steht. Aber Duplikatus ist ein Illusionszauber, also ist es vermutlich eher das. Er hat 70 plus 3W20 ASP. Ich habe die 3W20 habe ich jetzt noch nicht ausgewürfelt, aber 70 ist einfach unendlich. Das ist nicht der Punkt. Also ich denke, es ist eine sinnvolle Annahme, dass er den Duplikatus kann, weil der hat Eigenschaften, der hat nur Illusionszauber als Merkmal. Die verschwinden dann alle miteinander und es ist nicht auszumachen, wer ist. Ja, ich greife trotzdem einfach irgendwie das an, was vor mir steht, weil ich keine Ahnung von Magie habe. Das ist einfach ekelhaft. Dann würfel mal ein W6. 5 von 6 ist gut. Dann zweimal, weil ich ja zweimal angreife. Ja. 3 und 4. Dann haust du einem der Dämon, der gerade irgendwie rechts auftauchte, kannst du dann seine beiden Tentakel abhauen und er verschwindet wieder. Ja, du darfst dazu im Übrigen. Und der zweite? Der zweite ist noch da. Ich habe ja zweimal angegriffen. Du darfst dagegen übrigens die übliche Sinnenschärfe machen. Genau. Ja, den Lacher habe ich uns oben schon gegeben, habe ich 5 Punkte über. Komm, Doppelhand ist immer drin, oder? Ja, ich hab schon gewürfelt. Ach, gegen die hier auch schon? Ja, was passiert denn beim zweiten Angriff? Darf ich da... Das war dann die Vernichtung von dem Duplikatus. Okay. Ich habe im Prinzip das Ding zweimal getroffen. Genau, okay, gut. Getroffen. Der Duplikatus wird nicht vernichtet, wenn du ihn triffst, der bleibt. Ist egal. Das ist nur Illusion und der ist nicht mehr so stark, weil er viele Lebenspunkte verloren hat. Dann nächste Kampfrunde. Ja, das Vieh möchte mich angreifen, ist meine Vermutung, richtig? Jetzt kommen nicht nur 4, sondern 8 Tentakelschläge auf dich zu und das kannst du natürlich auch erkennen. Okay, 8 Tentakelschläge bin ich halt OP. Ja, ich ziehe hier die Guardianum zurück. Aktion Schritt zurück. Ja, mittlerweile kannst du auch erkennen, dass die Steinplatte ist mittlerweile auch verschwunden und du hörst das Stöhnen von Abelmir. Ja, okay, ich gehe trotzdem den Schritt zurück und gucke, was die Viecher machen. Weil ja, ich die prügeln jetzt mit ihren Tentakeln, prügeln sie jetzt auf den Guardianum ein. Rafim, hör auf mit dem Vieh zu spielen und bring mir den Magier zurück! Das ist eine Aktion. Ich leben kann.
Wobei die nächste Aktion ist, Arme mir auf die Schulter wuppen und dann über die Brücke laufen. Gut, dann ab zurück. Der Guardianum schützt euch. Der Quitzlinger, ein Quitzlinger verschwindet wieder und der andere geht wieder zurück in die Schatten. Und regeneriert. Und regeneriert. Ihr seid wieder dort, wo ihr angefangen habt. Nur zum Glück ist Abelmir nicht tot, sondern kommt gerade mit höllischen Kopfschmerzen und Nasenbluten wieder zu sich. Irgendwas blutet wohl auch seinem Ohr aus, also schwer getroffen worden. Und Voltax hat Probleme, seinen Bluthund noch festzuhalten. Nein. Seht mir zu, dass wir hier wegkommen. Bewegt euch. Voltax kriegt den Köter unter Kontrolle oder er bleibt hier. Nein. Vorwärts, ja, dann gehe ich. Ja, wohin? Gemächlich, also den Zulamin und Vortex hinterher. Gut. Also, naja, dann jetzt nur noch Zulamin hinterher. Ja. Wenn wir um die Ecke kommen und ich sie sehe, bleibe ich einen Moment stehen, bis sie dann wieder um die nächste Ecke ist und dann folge ich. Solange, bis sie irgendwie ein Signal gibt. Und dann, keine Ahnung, wo es jetzt hingeht, darf sie auch entscheiden. Oder muss sie entscheiden. Ja, also ich würde halt immer an der Ecke gucken. Wie gesagt, versuchen, an der Wand lang zu schleichen und... Ja, ich möchte tendenziell in die Richtung. Mhm. Jedes Mal, wenn sie um eine Ecke verschwindet, drücken wir halt bis zu dieser Ecke nach. Genau. Ja, ihr könnt hier oben auf dem Dach könnt ihr auch noch einen der Sklavenfänger erkennen. Der hat wohl aber auch nur irgendwie Peitsche und Kutjoma an seiner Seite, keine Ballestrina oder Abalone sogar. Und ja, so könnt ihr dann nachfolgen und euch dann meinetwegen irgendwo hier verschanzen oder an der Mauer stehen bleiben. Es ist auf alle Fälle gut Panik jetzt gerade in Eos. Das ist eben nicht nur bei den Feldsklaven, sondern eben auch bei den Sklavenfängern. Wie schwer ist dieser Magiergraf? So über den Daumen gepeilt. 70, 80 Stein? Okay, dann knie ich mich erstmal ab und lehne ihn gegen die Hauswand, um ihn erstmal loszuwerden. So, wir sind hier. Aber mir? Ja. Reicht mit mir? Ja, ich bin bei. Ich stütze mir schwer auf Raffin. Wo wollt ihr durch da? Zeig mal auf ein Stück von der Mauer, von der Fallwand, wie auch immer. Und ich denke, ich nehme einfach mal Kriegskunst 15 an. Die Stelle sollte dünner sein. Da links auf dem Dach ist noch eine Wache, aber sie hat keine Schusswaffe. Ja, sollten wir trotzdem ausschalten. Ich kümmere mich darum. Keine Sorge, der Schuss ist nicht tödlich. Das sagen sie alle. Ja, dann hebe ich den schweren Schaft in die Richtung, laufe noch ein, zwei Schritt nach links, damit ich um die Wand herum die Wache auch erblicken kann und schieße. Und zwar ein gezielter Schuss in den Arm. Diesen hier, ja, in den Arm, denn ich möchte ihn nicht töten. Okay. So. Würfel mal, vielleicht müssen wir ja gar nicht rechnen. Ich gehe davon aus, wir müssen nicht rechnen. Ja. Zwar mit Ballestrina geruxelt, aber nö. Ich habe hochgestellt und also nur für die Ansage. Genau, nur für die Ansage musst du ja eine Aktion zielen. Genau. Weil du auf den Arm schießen wolltest. Du bist Meisterschütze. So. Ich bin Meisterschütze und das heißt keine weiteren Erschwernisse drauf. Mit 3 ist sowieso gelungen. Wunschwelle -2, -4. Ja, das sind Wunschwelle -2 und ein Angriff zum Niederwerfen. Ja, also ich muss gerade überlegen. Also er ist irgendwie Konsti 14, 15. Eisern wird er haben. Das heißt, ja, dann das ist seine zweite Wunde. Genau, zweite Wunde. Angriff zum Niederwerfen. Dann würfelt er eine Körperkraftprobe. Hier, wenn das ein bisschen erhöht ist, dann hätte ich auf den Arm gezählt, um ihn mit dem Bolzen daran zu nageln. Mhm. 3 schafft er. Er reißt den Bolzen und sich los von dem, wo du ihm gerade angetackert hast. So hast du dann irgendwie so ein bisschen erhöht ist das Gebäude, hast dann direkt ihn dagegen pflockt und er reißt sich da so ein bisschen ein Stück von seinem Bizeps oder sowas ab, Blut sprudelt und er geht mit einem lauten Heulen erstmal zu Boden und wirft sich dann auf die Decke. So, dass was für ein Konsti hat er nochmal? Konsti? Ja. 14, 15. Okay, dann ist das die dritte Wunde, weil da kommen noch 4 plus 4 rauf wegen Entfernung. Oh. Ja. Okay. 23, bei einer 15er Konst. Sorry, bei einer 15er Konst hat eine Wunschwelle von 10 mit Eisen. Das heißt, eine zweite Wunde wäre auf der 20. Gesenkt um 2, hat er dann 8, das wäre 8 plus 8, dann eine dritte Wunde würde erst auf der 25 stattfinden. Also er ist auf alle Fälle aus dem Kampf. Du hast ihn nicht umgebracht, er hat 2 oder 3 Wunden, er liegt heulend auf dem Dach. Ja bestimmt, die Selbstbeherrschung plus 12 oder so wird er nicht schaffen, denke ich. Gut. In der Zeit, wo Diamantus diesen Typen da abknallt,
stelle ich mich in ausreichender Entfernung, ich habe ja diesen Zauber schon mehrfach probiert, in ausreichender Entfernung, sodass ich ein etwa ein Schritt hohes Loch in dieser Barrikade brenne. Wie gesagt, der hat eine Basisbreite von ZFW halbe Spann. Ein Spann sind 20 cm, wenn ich mich richtig erinnere. Heißt, ihr habt eine ZFW von 14, sind eine Basisbreite von 7 Spann, das sind 1,40 Meter, richtig? Da passt man durch. Also Rafim vielleicht mit ein bisschen Kopf einziehen, aber die anderen passen da durch. Gut. Er benutzt den sowieso für sonst nichts, der kann auch hier bleiben. Gut. Der Kopf meine ich. Ich spare dreimal Kosten ein und einmal lass mir Zeit dabei. Das ist eine plus 9. Minus 4 ist plus 5, halbiert ist eine plus 3, richtig? Ja. Genau, das Halbieren wegen Magier, das kommt ganz am Schluss, nachdem du alle Spuren aus eingesprochen hast. Ich rufe dabei. Was rufe ich denn? Girgilim Vanash. Und großes Loch verdampft in der Holzpalisade. Doppelt gefertigt, aber ihr könnt dann in dem kleinen Palisadengang dort eintauchen und auf der anderen Seite dann wieder nach draußen und steht in einem sumpfigen Reisfeld. Und er froh, dass es keine Steinmauer mit Schüttwerk war. Hm? Ihr könnt auch sehen, Glück. Wie euch einige Feldsklaven entgegengucken, rufen irgendwas auf Mohisch und laufen dann erstmal weg. Das sieht nicht so aus, als ob sie komplett fliehen, aber erstmal weg von euch. Weiß jemand, was die gesagt haben? Keine Ahnung. Nun sehen wir zu, dass wir herauskommen. Hier lang, nicht wahr? Ja, da sind wir hergekommen. Oh, und dann geht's zurück nach Westen. Ja, links ist Westen. Genau, so könnt ihr euch... Ich denke zur Mine, oder? Ja. Wie weit ist das weg? Einen ganzen Tag. Nee, dann nicht zur Mine, sondern erstmal so... Erstmal auf außer Sichtweite. Ja. Ihr könnt das umrunden und lauft dann an der Seite des Flusses von... Ich muss gerade gucken, wie heißt das? Die Ilara. Ihr lauft entlang der Ilara, die zu diesem Zeitpunkt doch relativ breit ist. Mehr als 10 Schritt sicherlich. Da bräuchte man eine große Brücke oder man müsste sich mit den Krokodilen anlegen. So lauft ihr aber erst einmal mitten in der Nacht bzw. in der späten Abenddämmerung am Ilara vorbei. Eure Stiefel sacken immer wieder im Morast ein. Aber ihr habt auf alle Fälle viele Meter zu Edas dann gut gemacht und kommt dann irgendwann nach 200, 300 Schritt an einem Baum gelehnt erstmal wieder zu euch und könnt erstmal verschnaufen. Vor allem Abel, mir dröhnt der Kopf, nachdem er jetzt tatsächlich in den Tod geschickt worden ist und daraus wieder erwachte. Wann wacht der Magier auf? Was sollen wir für den tun? Bald! Schweres! Er ist schwerer, als er aussieht. Zu Damien, helft mir mal, wir müssen ihn verschnüren. Sollten ihm Eisen um die Hände legen. Nun, tut mir leid, ich habe meine eisernen Handschellen leider in der anderen Hose gelassen. Eisen. Trägt irgendwer von euch ein Kettenhemd? Rafim? Ja. Rafim, vielleicht dürfen wir ihn dein Kettenhemd über. Schaden kann's nicht. Kannst mir mal am Arsch lecken. Arme nicht in die Ärmel, dann wäre wenigstens gefesselt. Wartet. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Magier ist. Dies war ein... Boltax hat gesagt, dass er immer noch magisch ist. Stark magisch, das ist richtig. Weiß ich, dass er ein Quetzlinger war? Ich muss jetzt mal nachfragen. Du hast deine Magiekunde geschafft. Also okay. Du weißt, dass das ein Quetzlinger war vor dir. Das war ein Gestaltwandler aus der Domäne des teuflischen Täuschers. Nun, das dachte ich mir schon, nachdem wir angefangen haben, zusätzliche Gliedmaßen zu wachsen. Der also, hier ist der haben echte. Wir nun den richtigen? Ich weiß es nicht. Dann findet es heraus. Zulamin, hilft mir. So oder so möchte ich keine Überraschung. Wir machen das ganz einfach. Ich nehme meinen Bernsteindolch und ritze ihn an. Und wenn Blut hervortritt, dann wird es wohl ein echter sein. Hat Dämonenblut nicht. Nun, er ist ein Mensch, aber ein Magier sieht er dadurch nicht. Ja, wenn das ein Magier ist, stopft ihm irgendwas im Mund. Aber dass er magisch ist, wissen wir doch schon, dachte ich. Ich habe doch geschaut, er ist sehr magisch. Das kann ich euch mit Sicherheit sagen. Dann aber schneid ihn endlich. Ja, und? Ich schneide ihn und also am Finger, keine Ahnung. Er blutet. Ja. Vermutlich wird das Schlafgift ihn auch, also er schläft weiter, ne? Er steht nur Tiefschlaf. Wenn es wie ein Somnigrab ist, ich nehme an, es wirkt wie ein Somnigrab ist Ohnmacht, der ja auch Komponente des Giftes ist.
Ich weiß aber nicht, wie ein Summoning aus Ohnmacht auf Schaden kannst du anrichten währenddessen, du bleibst trotzdem weiter ohnmächtig. Genau, beim normalen Summoning ist nicht, aber mit der Ohnmacht-Variante schon. Gut. Aber das ist relativ egal, denn wir verschnüren den jetzt einfach. Also er blutet normales Rot. Ja, ich fange das Blut auf. Ja, seine Haare, das wäre sowieso schon, ne? Genau, ja, aber es ist immer besser, mehr davon zu haben. Okay. Also wir binden ihm die Hände zusammen, wir binden ihm die Augen ab und wir knebeln ihn bei der Gelegenheit noch, damit er bloß nicht zaubern kann. Und er ist gut, oder? Ich sehe Boltax und Abel mir fragend an. Ja. Nicht gut genug, um Rafim zu beherrschen, aber... Nein, Rafim hat an die Armbrust gedacht, hoffe ich. Ja, natürlich. Da kommt kein Zauber. Hat man uns beigebracht, wenn man einen Magier unterschätzt, stirbt man. Gut, dann kein Risiko. Ihr sagt ihm, ein Catnant anzuziehen, macht ihn handlungsunfähig, ja? Er stirbt seine magischen Flüsse, genau. Gut. Sulamin schlüpft aus ihrer Kettenweste. Aber ich will sie wiederhaben. Sie ist immerhin ein Geschenk vom Zwergenkönig Gilemon. Das ist ja schön, das wusste ich gar nicht. Aber das erklärt die gute Handwerksarbeit. Ja, nicht? Auf jeden Fall. Viel zu schade für ihn. Definitiv. Und Sulamin macht sich daran, dem Magier das Ding überzustülpen. Ich lasse sie auch die Fesselung machen, weil es ja irgendwie reiher gefällig. Ja, Sulamin hatte ja schon das Seil, mit dem sie Abelmir aus dem Sumpf gezogen hat. Das benutzt sie jetzt zum Fesseln. Ja, ihr könnt noch weitere Schritte gut machen und immer noch wird die Ilara auf eurer rechten Seite auftauchen, sodass ihr eben nicht die mittelbequeme Straße von Karupso oder nach Karupso nehmen könnt, aber zumindest werdet ihr nicht von irgendwelchen Häschern verfolgt, zumindest keine sichtbaren. Weiter das Kreischen der Affen, das lauter geworden ist, das Blubbern des Mangrovensumpfes und irgendwelche anderen Tiere der Nacht, die mittlerweile lauter werden und die Tiere des Tages, die leiser werden. Wir brauchen ein Nachtlager, würde ich behaupten. Ich hatte gehofft, wir können noch bei dieser verdammten Mine ankommen. Naja, wir sind auf der falschen Flussseite. Nun, dann seht ihr irgendwas? Ich meine, es ist ein Sumpf. Das Beste, worauf wir vermutlich hoffen können, ist eine trockenere Stelle oder eventuell ein großer Baum. Ich finde das gar nicht so schlimm. Hier ist überall eine Menge Humus. Ja, halt die Klappe. Auch wenn wir uns dann in den Sumpf schlagen, die kennen das Gelände hier. Die werden uns wohl auf den Fährten sein können, wenn die uns wirklich suchen. Also müssten sie erst einmal hinreichend motiviert sein. Und vielleicht bekommen wir aus ihm ein paar Antworten heraus, wenn er aufwacht. Und vielleicht können wir ihn dann auch töten. Das Risiko gehe ich nicht an. Wir warten, bis wir auf dem Schiff sind. Eine ausbleibende Bezahlung, weil der Auftraggeber fehlt, ist das eine Motivation genug? Es könnte sein, dass wir noch einmal zurück müssen. Es könnte sein, dass sie seine Villa plündern. Ja, das vermute ich ehrlich gesagt auch. Richtig. Großes Wesen. Das Grund für groß Tabu. Der Dämon? Ja, Edas verflucht und Altair auch. Das weiß jeder Mann. Tja, jetzt wissen wir immerhin, woher dieses spezielle Gerücht kommt. Ihr mutige Helden, Mann.